Der Schalke-Aufschwung hat viele Gesichter. Eins von ihnen ist oft ein bisschen von den blonden Haaren bedeckt, die bei Johannes Geis meist über die Stirn hängen. In der Länderspielpause konnte er durchschnaufen nach den vielen englischen Wochen vorher. Während seine Teamkollegen Goretzka, Meier und Sané zur U21 fuhren, blieb Geis auf Schalke. Er ist dank starker Leistungen in dieser Saison dagegen schon ein Thema für Joachim Löw, gibt sich aber bescheiden. Ich denke, da sind die sehr gut aufgestellt. Ich bin nicht abgeneigt, wenn ich irgendwann mal eingeladen werde, aber ich habe ja schon vorher gesagt, ich will mich auf Schalke konzentrieren. Wenn natürlich die Einladung kommt, wäre es schön. Deutlich redseliger wird Geis dagegen, wenn es um Shootingstar Leroy Sané geht. Der Sohn des früheren Bundesliga-Profis Suleiman Sané wirbelt die Liga durcheinander, spielt unbekümmert auf und schießt Traumtore. Vielleicht ist es noch ein Tick zu früh, aber er wird sich, denke ich, nicht beschweren, wenn er von der Nationalmannschaft einen Anruf bekommt. Aber er hätte es auch vielleicht irgendwo verdient, weil er einfach, sage ich mal, ein Youngster ist. So wie vielleicht früher andere Spieler, die dann die Chance bekommen haben oder Überraschungen waren. Und von daher, denke ich, wird er seinen Weg weitergehen. Und wenn er so konstant spielt, wird er auf Dauer natürlich zu dem Kreis gehören. Geis und Sané stehen zusammen mit den anderen jungen Spielern für das neue Schalke. Ein von Trainer Breitenreiter bewusst neu aufgestelltes Team, das die schlechten letzten Jahre vergessen machen soll. Und das funktioniert. Zwar verloren sie zuletzt gegen Köln, doch davor gab es 6 Siege in Serie. Der beste Schalker Saisonstart seit 44 Jahren.